ein besonderer Tag für Angela Schreier im oberbayerischen Haag. Sie wird am Abend in der Grund- und Mittelschule einen Strudelkurs geben. Und dafür hat sie sich einiges vorgenommen. Bei einem Urlaub in Österreich hat sie die fantasievollsten Strudelvariationen kennen und lieben gelernt. Und dann kam einmal die Rede drauf unter Freundinnen, was Strudel, das traue ich mir gar nicht zu. Mama kann es gut, aber ich kann es einfach nicht so. Der reißt so leicht bei mir. Und dann war das Kind eigentlich schon im Hirn geboren, dass ich gesagt habe, da könnte man eigentlich mal einen Strudelkochkurs machen. Angelas Kursteilnehmerinnen sollen in Gruppen 4 verschiedene salzige Strudel und danach 4 mit süßer Füllung machen. Die Fachlehrerin für Ernährung und Gestaltung hat bewusst andere Rezepte ausgesucht als die üblichen. Dann kommen die ersten von 14 angemeldeten Back- und Strudelbegeisterten Frauen. Darunter auch Mia Kufner. Mia, grüß dich. Schön, dass du da bist. Das ist eine ehemalige Schülerin von mir vom letzten Schuljahr. Hat 10. Klasse. Hat die Mama von der Nina. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da seid. Die Frauen sind schon gespannt auf die Tipps und Tricks zum Strudelbacken. Denn viele haben ihre Schwierigkeiten damit. Mia hat bisher erst ein paar Strudel in der Schule gemacht. Ich glaube, das Aufrollen, das kann ich nicht so gut. Das mit dem Tuch und dann drauf, dass das alles schön drinnen ist, die Füllung. Und das wird schwierig, glaube ich. Christina Keilhacker kocht gern. Doch der Strudel gelingt ihr nicht immer. Das Schwierigste am Strudel ist einfach der Teig. Die Konsistenz, dieses fein Ausziehen. Genau, keine Löcher reinkriegen. Also können schon ganz gut, oder? Ja, mit Löchern. Auf geht's an die Arbeit. Ich bin die Angela, komme aus Zollen und wir werden heute glücklich durch Strudel ganz einfach. Die Gruppe von Mia soll einen Gemüsestrudel machen. Sie brauchen Paprika, Tomaten, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch und Mais. Angela Schreier gibt die ersten Tipps für den Teig. Gut, darfst du mal kurz ausmachen? Ja, bitte immer vorsichtig sein mit der Zugabe von Wasser. Denn jedes Getreide oder jeder Weizen nimmt die Flüssigkeit unterschiedlich auf. In manchen Rezepten ist dann noch ein Schuss Essig drin. Der Essig hat den Sinn, dass die Säure vom Essig schließt das Eiweiß auf. Das Gluten, das Klebereiweiß, ist jetzt die wichtigste Zutat in unserem Strudel. Glutenfreie Mehlsorten sind also nicht geeignet. Vollkornmehl verbindet sich nicht so gut wegen seiner groben Bestandteile. Der Strudelteig, der will geknetet und geschlagen werden. Es hat eben den Sinn, dass das Klebereiweiß aktiviert wird und das Klebereiweiß sich dann zu langen Strängen verbindet und erst dann kann man ziehen. Wenn man jetzt da den sogenannten Fenstertest macht, dann lässt sich der nicht ziehen. Das reißt immer gleich ab, weil eben das Gluten, das Klebereiweiß, sich noch nicht verbunden hat. Und da dürfen wir jetzt schon mal lang kneten, bis man merkt, dass der Teig seidig wird. Früher hat man es auch so gemacht. Ja, aber die Lärmbelästigung ist mir einfach zu laut. Genau, auf die Strudel, fertig, los. Mia verrührt Mehl, Salz, Wasser und Öl zum Teig. Das Kneten will nicht so richtig klappen. Der Strudelteig ist zu trocken. Also der fällt noch ziemlich auseinander. Nebenan hat die Gruppe von Christina genau das gegenteilige Problem. Ihr Teig ist zu feucht. Da muss etwas mehr Mehl rein. Jetzt schauen wir mal, wie das ist. Siehst du das? So ziehen wir den dann später. Immer wieder. An die Hint, der ist schon gut fein. Ob der Teig wirklich perfekt ist, wird sich noch zeigen. Bei Mia prüft die Kursleiterin, ob er schon die richtige Konsistenz hat. Er muss noch mehr geknetet werden. Jetzt bist du wieder drauf. Endlich passt der Teig so. Und sie ölt ihn zum Ruhen ein, damit er nicht austrocknet. Inzwischen bereiten die Frauen die verschiedenen Strudelfüllungen zu. Nur mit Zwiebeln? Mit Kartoffeln und Kürbis oder mit Gemüse mit und ohne Lachs. Dann wird es spannend. Gleich werden die Kursteilnehmerinnen erfahren, wie man den Teig richtig auszieht und den Strudel rollt.
Denn das Abtrockentuch hat mehrere Vorteile. Erstens, man klebt dann der Teig beim Ausrollen nicht auf der Fläche. Und zweitens kann man es mit Hilfe von dem Tuch wunderbar aufrollen und dann ist der Strudel gleich fertig. Sie verwendet reichlich Mehl, um den Teig gut auswalken zu können. So, dann legt man sich den Strudelteig da drüber. Wichtig ist, dass man keine Ringe drauf hat, die recht hoch sind, dass man die Finger einzieht. Und dann ganz geruhsam kann man den Strudel auseinanderziehen. Früher hat man gesagt, man soll die Zeitung durchlesen können. Aber ich bin jetzt nicht so der Freund von so ganz dünnen Strudelteigen, weil dann der Strudelteig gern in der feuchten Fülle sich völlig auflöst. Angela legt Frischkäse, Gemüse und Lachs nur auf 2/3 des Teigs und lässt an den Seiten einen kleinen Rand frei, der umgeschlagen die Füllung zusammenhält. Mit Hilfe des Tuchs kann sie den Strudel gut rollen. Außen entsteht eine zweite Teigschicht, sodass grobe Füllungen nicht durchbrechen können. Jetzt sind die Kursteilnehmerinnen dran. Christina ist bei ihren Strudeln zu Hause öfter mal der Teig gerissen. Und wie läuft es heute? Gut, mit vereinten Kräften. Zeigt es noch ganz dünn. Schaut mal, was da rausholt aus dem Kerl. Es ist gut gelaufen. Also ich hätte nicht geglaubt, dass der Teig sich doch so schätzen lässt. Genau. Finger einziehen und los geht's. Und wie klappt's bei mir? Okay, du machst es schon richtig. Sehr gut. Ich habe noch nicht gemacht. So, haben wir einen kleinen Grund zum Flicker. Und das geht ganz einfach. Aus einem kleinen Stück vom wulstigen Teigrand fertigt Mia einen Flicken. Die Füllung aus gedünstetem Gemüse und Mozzarella kann nach Belieben variiert werden. Dann geht es ans Rollen, vor dem Mia am meisten Respekt hatte. Und schwupp, nein. Super, ganz gut gegangen. Die Gemüsestrudel müssen bei 200 Grad Umluft backen. Die Zubereitung hatte für Mia so ihre Tücken. Ich hätte eigentlich gedacht, das Anrollen, aber es war tatsächlich der Teig selber, weil das bei uns nicht so funktioniert hat. Weil er erst zu fest war, dann war er wieder zu weich. Aber es hat am Ende funktioniert. Die Gruppe von Christina füllt die Strudel nur mit Zwiebeln und allerlei Gewürzen. Die Zubereitung brachte der Landwirtin eine Erkenntnis. Oft ist man ja schnell, hektisch im Alltag. Es muss immer alles schnell gehen, aber der Strudelteig braucht halt seine Zeit. Während die salzigen Strudel backen, bereiten die Frauen alles für die Süßen vor. Dieses Mal probieren sie es auch mal mit dem Teigschlagen. Da kann man sich richtig abreagieren. Das Ausziehen des Teigs erfordert noch Übung. Mein Lieblingsstrudel hat jetzt unten drin eine Schicht Kekse. Es handelt sich um einen Keks-Quark-Himbeerstrudel. Der Clou dabei? Nach etwa 2/3 der Backzeit kommen noch karamellisierte Mandelblättchen drauf. Die Kursleiterin liebt die Kombination von weichen und knusprigen Zutaten, weil es sich im Mund interessant anfühlt. Mia holt den Gemüsestrudel nach etwa einer halben Stunde Backzeit aus dem Ofen. Er ist fertig und er schaut sehr gut aus. So finde ich persönlich, ja. Ob er wohl auch so gut schmeckt, wie er aussieht, das wird sich gleich zeigen. Während die süßen Strudel backen, können die Frauen die 4 salzigen Varianten verkosten. Alle haben jetzt eine Stärkung verdient. Auch Mia Kufner. Sehr lecker. Wirklich sehr gut. Also ich finde vor allem den Gemüsestrudel, wo nur verschiedene Gemüsesorten drin sind, am allerbesten. Den würde ich auch zu Hause tatsächlich nachkochen. Vielleicht dann ein bisschen Fleisch einbauen, dass mein Moa isst. Jetzt wollen alle noch wissen, wie die süßen Füllungen schmecken. Den gängigen Apfelstrudel hat Angela Schreier bewusst nicht ausgewählt. Ich wünsche mir einfach, dass die Leute merken, dass ich mit so einem Grundrezept Strudelteig ganz kreativ sein kann. Ich kann es mit allem füllen. Und das war eigentlich das, was ich mir wünschen darf. So Kreativität soll Einzug halten.
Auf jeden Fall hat die Kursleiterin den Frauen die Ängste vor dem Selbermachen des Strudels genommen. Damit hat sie ihre persönliche Mission erfüllt.